aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge ETS 2. So ist es richtig. So, ja, was ist passiert? Was haben wir denn heute? Wir haben Anseetag ist Mittwoch, beziehungsweise Erscheinungsdatum dieses Videos. Am Montagabend ist noch das finale Update gekommen. Und zwar sind wir jetzt unterwegs auf der 1.33.1.1s. Das heißt, das DLC kann kommen, deswegen nur kurze Touren, die wir fahren, vielleicht auch ohne Trailer, da müssen wir mal schauen. So, was haben wir denn? Wir haben eine neue E-Mail bekommen. Oh, das ist cool. Welche weitere Unternehmen in Europa würden gerne ihre professionellen Fertigkeiten für einige spezielle Lieferungen in Anspruch nehmen? Wie beim letzten Mal, so gilt auch jetzt, es wird nicht leicht, erfordert Geduld, Zusammenarbeit mit den Begleitfahrzeugen sowie besondere Sorgfalt. Aber ich schätze, daran fehlt es auch jetzt nicht. Habe ich recht? Und vergessen Sie nicht, noch immer bringen diese Frachten höhere Einkommen. Neben den derzeit verfügbaren Spezialaufträgen können Sie hier auch neue annehmen. Linz, Tschechien, Trelleborg, Nizza, Kaschau, Linköping, London, Dijon, Neapel, Cardiff, Palermo, Nantes, Luxemburg, Allenstein, in Berlin, Dresden und so weiter und so fort. Das heißt, in Berlin sollte es neue Schwertransporte geben. Die fahren sowieso wieder nach Tschechien. Aber ist ja eigentlich eine ganz interessante Kiste. Das könnten wir theoretisch mal machen. Frachtmarkt. So, wir sind eh in Berlin. Und haben wir da was? Nur das Übliche. Nichts Besonderes. Den hier fand ich schon mal ganz nice. Osnabrück Lodge. Wir könnten uns natürlich langsam mal hier an die... Ne, hier sind sie schon angegeben. Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, die sind schon drin. Hinkommen wir noch nicht. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir eine Fracht finden, die uns nach Danzig bringt. Das haben wir allerdings auf der Beta schon versucht und das hat nicht hingehauen. Göteborg, La Rochelle. Was haben wir denn? Wir haben heute Dienstag. Am Dienstag mache ich die Mittwochsfolge, am Mittwoch mache ich, ja, wir können irgendwas, können wir eigentlich nehmen, was uns hier in die Richtung Allenstein, Krakau, könnten nach Krakau fahren, 559 Kilometer, das ist ein bisschen weit, Danzig, Polen, hier ist doch was, Mensch, das ist auch cool, das Ding. ...493 als Navi-Ziel einstellen. Das machen wir mal und dann können wir dann... Dann haben wir vielleicht zwei Folgen. Geschlafen haben wir und fahren dann vielleicht... Fahren dann vielleicht übermorgen... Dann in die neuen Länder, dass diese Frontmontierungen immer ausgehen. Es ist sowas von nervtötend, ganz ehrlich. Wir holen uns jetzt erstmal unseren Auftrag ab. Machen wir noch voll. Ach, was, wir können unterwegs dann tanken. Alter, scheiße. Aber es hat keiner gemerkt, hat kein Geld gekostet. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass dieses Update jetzt wenig, nee, eigentlich überhaupt keine Probleme gemacht hat. Wir sind dran vorbeigefahren, Freunde. Hier müssten wir rein. Das Navi hat es noch nicht mal mitbekommen. So. Nee, dann machen wir schön lecker zwei Folgen dann von. So, Frachtmarkt. Was haben wir gesagt? Was wollen wir fahren? Wir wollen das Zeug hier nach Danzig karren, richtig? Auftrag annehmen. Komm,
vor wie in einem Tutorial. Wir wissen doch, wo der Trailer steht. Da ist er doch schon hier. Moin! War nur das Archiv. Okay. Wir machen die Tüdelütz an, weil wir haben ja mehr oder weniger einen Schwertransporter und setzen uns jetzt in Bewegung, ne? Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu sehr, weil mein System ist nebenbei noch am Rendern. Haben die hier die Einfahrten breiter gemacht? So, wunderbar. 493 Kilometer haben wir vor uns. Wir fahren aber nach Zeit und den Rest dann wahrscheinlich morgen. Man muss mal gucken, ob es dann am Donnerstag früh oder am Morgen... Ey, Alter. Noch eine Sonderfolge gibt. Man weiß nicht, wann das rausgehauen wird, das DLC. Vielleicht ist es ja auch morgen schon ein Vorverkauf. So, Schluck Kaffee gerade. Ja, willst du gerade einen Schluck Kaffee nehmen, da wir die haben. Wenn du eine rote Ampel brauchst, dann hast du keine. Vorne geht es auf die Autobahn, von daher können wir hier eigentlich mal die Fahrspur wechseln. Ah ne, da müssen wir doch wieder abbiegen, also bleiben wir doch hier, wo wir sind. So, unterwegs natürlich jetzt auf der Originalmap, die MAH Pro, beziehungsweise die Promons habe ich jetzt erstmal wieder ad acta gelegt. Alter, die Physik ist aber schon eine andere, ne? Das schiebt ganz schön. Und wir haben immer noch unseren Renault T-Mod. Jetzt erstmal Kaffee. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist mir heute Morgen ein bisschen dünn geraten. So, wir müssen aber doch rüber auf die andere Spur. Und das lässt uns natürlich keiner rein, jedenfalls der nicht. Nicht nötig. So, wir fahren auf diese Spur, aber nicht... Moment. Doch, wir fahren hier rein. Aber nicht hier rein, so wollte ich sagen. Wir müssen Richtung, genau, Stettin. Ja, danke an den Michael, der mich hier immer reichlich mit Informationen versorgt. Ich habe keinen Schimmer, wo der die alle herkriegt. Ich selber bin immer zu faul zum Suchen. Von daher sollte ich ihn als Administrator einstellen, der dann auch den Chat bedient, falls ich dann mal einen Livestream machen sollte. Man sollte sich mal persönlich kennenlernen. Wäre mal eine Maßnahme, glaube ich. So, aber das nur am Rande. Hier haben wir schon wieder so eine komische Autobahnauffahrt, da müsst ihr noch ran, SCS. Was wollte ich gestottert haben? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ich bin natürlich sehr gespannt auf die neue Map oder auf das neue DLC. Kohle liegt bereit und wird keine 70 Euro kosten, gehe ich mal ganz stark von aus. Eventuell so um die 20 vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. So, wo müssen wir denn lang?
Wir müssen hier raus, oder? Ja. Das war jetzt ein bisschen knapp, aber es hat funktioniert. So. Bin jetzt wieder mit meinem Normalprofil unterwegs. Das heißt, ihr seht unten, es fließt Kohle. Habe ich jetzt das Blinken vergessen? Führerscheinprüfung wäre schon verpatzt an dieser Stelle. Nee, ich muss mal schauen, wenn wirklich am Mittwoch oder am Donnerstag das DLC entsprechend pünktlich rauskommt, vielleicht am Mittwochabend schon, mache ich vielleicht nochmal eine Sonderfolge zwischenrein. Schade, ich würde auch gerne mal Betas testen, also von neuen Maps, aber das bleibt wohl nur den großen YouTubern vorenthalten, leider. Leider. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber das ist typisch die Wirtschaft. Ne? Man konzentriert sich dort immer auf die großen, weil man, ob es jetzt große Bauvorhaben sind, große Firmen, die kriegen das alle viel besser hin, als anstatt da wirklich mal einen Kleinen die Chance zu geben, auch sich zu beweisen. Ich sag mal, so ein Beta-Einschlüssel mehr oder weniger kostet euch kein Geld. Wenn man da mal lieb anfragt, gibt es da eine Möglichkeit und so weiter. Es wird ja stumpf ignoriert, du kriegst ja nicht mal eine Rückantwort. Ne? Und dann siehst du halt die großen, ich nenne mal keine Namen, die dann wirklich, ich sag jetzt auch immer, ein Update nach dem anderen in den Hintern geschoben bekommen. Ob die jetzt qualitativ da gerade bessere Videos leisten, lassen wir immer mal dahingestellt, ne? Von daher finde ich es ein bisschen schade, weil man hätte mit sowas Neuem durchaus auch mal die Chance, Abonnenten zu generieren. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Zum Glück, dass wir eine Milliarde haben und mich das gar nicht nutzt. Kauf dir deine Pommes von deinem eigenen Geld und nicht von meinem. So, hier haben wir einen Grenzübergang. Also haben die den neu gemacht? Oder war der schon immer so? Kann mich gar nicht entsinnen. Schick. Aber hier können wir alles so durchdonnern. So, wenn ich so auf meine Uhr links neben mir blicke, dann werden wir uns gleich mal einen Parkplatz suchen. Ich glaube, wir reihen uns mal hinter ihm ein hier. Und da vorne ist dann auch ein Parkplatz, den werden wir ansteuern. Alter, fahr mal schneller, sonst hänge ich dir gleich... Schneller, nicht langsamer. Alter Schwede, der muss einen ausbremsen noch. Ah, hier gibt es noch keinen Telepass. Hallo? Alter! Können Sie mal zurückfahren? Ich komme in der Mini rein. Eingabetaste. Ist das herrlich. Nee, hier muss ich rückwärts irgendwie wieder raus. Das hilft allen nicht. Weiter. Ich muss hier raus. Jetzt wird die Folge noch länger als geplant, weil hier komme ich nicht durch. Interessanterweise. Da scheint ein Bug zu sein.
bisschen noch. Alter, ist das ein Mist hier am frühen Morgen, ehrlich. Da wollte man jetzt die Folge pünktlich beenden und... Kannst du noch ein Stück? Dankeschön. Noch ein bitte. Also freiwillig fahren die ja nicht, ne? Reicht das überhaupt? Ja, ist da reichend, um da dann rumzukommen. Wenn der noch ein Stück zurückfährt. Gehen wir mal den nächsten. Was ist hier vorne denn? Stehen auch alle auf Rot, aber nee, die stehen ja, die gehen auch alle auf Rot. Mal gucken, ob wir den durch den hier durchkommen. Das ist aber auch alles eng hier, Mensch. Ding da weggefahren, da sollen sie wegräumen und die Schranken reparieren. So, mal schauen, ob wir hier reinkommen oder es liegt an meinem Mod. Hier geht's. Hier geht es jetzt. Guck an. Schon recht eigenartig, ne? So, aber wir wollten hier auf den Parkplatz. Ja, der ist unsere Eskapaden schon gewohnt da vorne. Hier ist natürlich jetzt... Alter, das wird eng. Kommen wir da durch? Nee, natürlich nicht. Wir haben es heute nicht, ne? Wir haben heute das Glück einfach nicht, ne? Können wir uns jetzt parken. Ja, spannend war es zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, kostet euch gar nichts. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend, was auch immer. Ciao, ciao.